We are leaving. Zimmer für die nächsten 4 Tage. Ist klein, einfach, haben auf jeden Fall ein Moskitonetz. Dann hier geht's noch ins Bad. Ja, das war's auch schon. Banane sieht gut aus, schmeckt aber grün. Man kann sie essen. Aber sie ist nicht so lecker. Nicht so lecker, wie sie aussieht. Beides ähnlich, nur in der einen sind Kräuter drin oder so kleine Blätter und in der anderen nicht. Das muss man mal schmecken. So, wir haben uns gerade eine SIM-Karte gekauft, das Handy, dass wir auch mobil sind und gleichzeitig auch noch was an Internet-Datenvolumen. Eben, weil zum Teil ist das Internet hier richtig, richtig schlecht. Manchmal geht es ganz gut, manchmal auch gar nicht. Das Internet hier ist auch wirklich günstig, kostet für 5 GB nur umgerechnet 4,40 Euro. Und jetzt sind wir auf jeden Fall mobil. You know you were the best of me. I know you're right. When you took your eyes off of me, I know you're right. Because my love's not big enough. Love's not big enough. My love's not big enough. Love's not big enough. Cold where you once lay, your scent it burns a hole in me. I see your face, my home that's now his. Thank you.
Wir haben jetzt gerade dem Hund was zu fressen gegeben. Ich bin noch mal schnell zum Hostel gelaufen und habe Hundefutter geholt, was wir ja in den letzten Tagen schon mal gekauft hatten. Und da war so ein armer, echt verhungerter Hund auf der Straße. Dem haben wir jetzt ein bisschen was davon gegeben und der hat jetzt erstmal so viel gefressen, dass er satt war. Das tut einem in der Seele weh, so arme Tiere zu sehen, so abgemagert. Und man kann hier eigentlich überhaupt nichts tun, weil gar nicht das Verständnis für so Tiere da ist. Und es ist ja traurig anzusehen, weil das wirklich so liebe Tiere sind und auch wie der uns gerade angeguckt hat, aber sowas von verhungert. Naja, wir können nicht viel tun. Wir haben ihm jetzt etwas Hundefutter halt gegeben und ja, wir wollen im nächsten Ort mal schauen. Da gibt es so eine Dogklinik, die haben Hunde aufgenommen als Straßenhunde. Sowas ist natürlich echt toll, das wollten wir uns mal angucken und vielleicht da auch ein bisschen spenden. Hier, wir haben im Internet geguckt, also wir haben nichts gefunden, wo es hier auch sowas geben könnte. Das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, also unser Internet war ja jetzt die letzten Tage nicht so gut, aber vielleicht jetzt nochmal im Internet schauen, ob es irgendwas gibt. Aber hier sind so viele Straßenhunde, man kommt da gar nicht gegen an. Also ich glaube, das ist wirklich schwer, selbst wenn sich Organisationen dafür einsetzen. Tja, so ist das halt. Unterwegs. Es hat gerade ein bisschen aufgezogen und der Wind hat aufgefrischt, aber es ist trotzdem ganz schön, hier einfach am Strand ein bisschen spazieren zu gehen. Wir gehen jetzt einfach in das Restaurant da drüben und essen was, weil keine Sonne, muss man sich irgendwie nicht an den Strand legen. Ich meine, die Holzplanken sind zu Ende. Ich komme nicht an den Strand.